Ich kannte Rosa Luxemburg selbstverständlich nicht, als die Studentenbewegung schon im Schwung war. Und da war ich selber, der ich aus der Anti-Atom-Bewegung, also 10 Jahre früher komme, eigentlich schon gereift und politisiert. Und Rosa Luxemburg habe ich nie gelesen, weil sie in der Tradition der Arbeiterbewegung. Wir fühlten uns selbstverständlich als Teil der Arbeiterbewegung, obwohl wir Studierende waren. In der spielte sie keine Rolle, sondern im Gegenteil, sie spielte eine negative Rolle. So allgemein das Urteil war, sie hat theoretisch nichts geleistet. Außerdem trug sie so unmoderne Hüte. Aber so etwa, und das, auf diese Weise sparte ich mir die unendliche Reihe von 1,5 Meter Bände ihrer Reden und Texte und musste die gar nicht erst lesen, das habe ich nicht getan. Erst als dieses Frauenseminar erkämpft war von den Studenten, das heißt, was der Zufall will, nicht? Und rings um mich gab es auch nur Menschen, die, obwohl wir ein großes marxistisch-historisch-kritisches Wörterbuch machten, niemals auf Luxemburg gekommen waren. Keiner. Weil wir das alle wussten. Sie hat theoretisch nichts geleistet. Warum sollen wir denn dann das Zeug lesen? Und wenn man anfängt, es zu lesen, ist es auch mühsam. Weil warum man immer aktuelle Zeitungsartikel lesen soll, die vor 100 Jahren aktuell waren und nicht jetzt. Und infolgedessen, ich habe das auch gar nicht versucht, habe das nie gelesen, sondern ich musste es versuchen, weil ich eine Frau suchte, durch die ich dem Frauenseminar etwas Land bereiten konnte, dass sie denken lernen. Das wollte ich ihnen vermitteln. Ich wollte ihnen sozusagen heimlich Marx vermitteln, marxistisches Denken. Und dafür suchte ich eine, dachte ich dann irgendwann, versuch es weiter, lies, vielleicht findest du einen Text bei Luxemburg. Dann sah ich den Film von der Margarete von Trotta, ein sehr, sehr bewegender Film und gleichzeitig einer, der theoretisch ein Stummfilm hätte sein können. Es kommt nicht ein einziger ihrer Gedanken daraus. Alle sind plötzlich Luxemburgianer darin, weinen und kommen verheult aus dem Kino. Aber was war denn eigentlich das, was sie wollte und warum machte auch Margarete diesen Film? Für was denn eigentlich? Und da musste ich das nachholen. Ich musste das versuchen, über den Widerspruch sagen, das kann nicht sein, dass da gar nichts drin ist und nichts zu finden ist. Und dann habe ich sie ernsthaft angefangen zu studieren und habe mich sehr geschämt, wie ich über sie gedacht habe und wie ich das auch weitergegeben habe. Eine Erfahrung, die ich übrigens nochmal gemacht habe. Es gab dann dieses eine Bild, was ganz gut war, wo sie mit Clara Zetkin eingehakt durch die Straßen geht. Das ist ganz gut. Ihr dann habe ich weitergegeben. Die Frauenpolitik übergab sie ihrer Genossin Clara Zetkin. Dadurch war die auch für mich gerichtet und ich wollte das niemals lesen, was die gemacht hat. Und dann bekam ich den Zetkin-Preis, Clara Zetkin-Preis. Das fand ich einerseits richtig, der für Verdienste in Frauenpolitik und Denken und Frauenbefreiung und so weiter. Das fand ich einerseits richtig, aber andererseits, da fand ich, ich musste den ablehnen, weil ich doch über Clara Zetkin ebenso dachte, sie hat theoretisch nichts geleistet, sondern wir haben eben keine Frauen an der Stelle. Und dann lockte mich das aber doch, das auszuprobieren, ob das wirklich stimmt, nachdem es bei Luxemburg schon gar nicht gestimmt hat. Und habe angefangen, Clara Zetkin zu lesen. Und es ist ganz dasselbe Erlebnis, dieselbe Erfahrung. Sie hat unglaublich gute, revolutionäre, realpolitische Vorstellungen und Gedanken. Und ich war in dieser Zeit nicht mehr an der Universität und habe nicht mehr Frauenseminare gemacht, aber schon kriegte ich Lust, ein Zetkin-Seminar zu machen.